Willkommen zurück hier zu Brandenburg. So, wir werden jetzt gleich Moskau angreifen. Ein paar Provinzen von unseren neuen Vasallen Livonischer Orden zurückholen. Das soll keiner AE weitergeben. Wir können uns Geld holen nochmal und vielleicht tun wir noch mehr erniedrigen. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Wir haben zwar schon einmal, aber für die Punkte wäre das schon nicht schlecht, ne? Apropos. Wir müssen noch ein Embargo verhängen und so. Die Punkte. Und noch ein paar Leute beleidigen. Niedig und Böhmen vielleicht, ne? Beleidigung schicken. Ah, geht nicht, okay. Das hier. Immer Punkte, ja, 10 Machtprojektion. Dänemark, Litauen und Frankreich. Beziehung verbessert. Oh. Wir können glatt ein Bündnis mit Frankreich machen, ne? Dann kann uns keiner mehr was. Das wäre natürlich auch noch eine Sache. Ja, das muss ich mir ja ganz stark überlegen. Also wenn wir erstmal den Krieg erklären, wir nehmen Litauen mit. Rest will nicht. Weit weg. Ach komm. Das habt ihr meine so. Rückeroberung von Wenden. Keiner will mit? Ja, ich schaff mal auch so. Passt schon. So, wie erklären. Go, go. Vorwärtsmarsch, meine Lieben. So, warten schon. Böhmen wäre auch beendet, aber das ist mal okay. Gucken wir uns mal das Kriegssieg gleich. Ich würde mal die noch hier lassen, wegen den Rebellen. Würde das eigentlich noch dauern, ne? Vielleicht auch nicht. So. Weitergehen. Bitte geht so weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Oder so ähnlich. Und wir haben keinen Dingens da. Okay, dann gehen wir da hin. Beziehungsweise hier hin. Ich weiß gar nicht, ob der hier Schiffe hat. Ah, doch ein paar. Aber nur Transportschiff. Beziehungsweise Handelsschiff. Wenn ich das so richtig sehe. Ah, der ist ja so ein bisschen, ne? Eingesperrt quasi. Kommen wir doch bestimmt rüber, wa? Jetzt gehen wir den Livonischen Orden. So. Münzen halten, sehr schön. Können wir den abfangen hier? Ja, schon, ne? I'm schätzing. Ah, sehr geil. Was hat er da oben? Zwei Großschiffe ist okay. Machen wir uns mal hier so einen Typen. Okay. Lass mir mal kurz das besetzen alles. Sehr schön. Livonische Orden. Livländer Orden, so. Oder rechtzeitig hin? Ich glaube nicht, ne? Obwohl. Oh. Ich hab verpasst. Du Scheiße. Boah, gerade so. Uiuiuiuiui. Okay. Das war nicht noch ein bisschen knapp. Uiuiuiui. Okay. So, die sind eingekesselt. Dann vernichten wir mal kurz die in ihrer Armee hier.
Eingeschmieden in Berlin-Köln. Wegen Legitimität. Ist irgendwie billiger? Nee, ne, nicht wirklich. Prestige hätte ich eigentlich schon gerne. Absurd. Metroid Landschlachten. Jetzt bei 36. Kriegt man die jetzt schon? Oh ja. Wir haben da ein bisschen was bekommen. Sehr schön. Die fällt mir. Warte mal, bleib mal hier. Nicht mal gleich noch die Flotte. Wenn wir schon mal hier sind. Hier geht mal da runter. Genau, jetzt kommen nämlich die blöden Nationalisten. Da müssen wir uns mal schnell drum kümmern. So. Der hat aber viele Truppen ja verloren, ne? Eieiei. Ah, die belagern da unten, okay. Dort erklärt sich das dann. Okay. Bleib mal hier. Wie sie sich erholt hat. So, da wir hier die Feste haben, kriegt man da schon mal keinen Malus. Sehr schön. Und dann könnt ihr hier hoch. Und das gibt der Livländische Orden. So. Sehr schön. So gefällt mir das. So, dann können wir den nämlich auch hier abziehen. Komm mal hierher. Muss mal dahin. Und du kommst mal dahin. Was? Verrat gegen Brandenburg? Ist ja wieder gar nicht ärgerlich. Ja, ist okay. So, wir können mal hier West- und Ostpreußen am Start machen. Was damit? Wieso geht das nicht? Ach, die sind ja immer noch mit der Cambridge beschäftigt. Okay. Ist ja interessant. Okay. Ich würde dich gerne einmal draufhauen, nach Möglichkeit. Die Truppen müssen sich erstmal holen. Würde ich sagen. Haben die irgendwie Truppen noch dazugeholt? Ne, die haben auch keine Rekrutenreserven. Okay, dann war es das gleich für die. Das ist der haut nämlich schon ab. War kein Bock drauf. Kann ich verstehen. Hätte ich auch nicht. Geht ihr mal dahin. Wie die sich hier zurückziehen. Zum Meerrecht sein. Oh. Schön vorsichtig. Wo ist denn jemand zweier Belagerer? Habe ich gar keinen mehr. Scheiße. Das finde ich aber gar nicht gut. Nur Kack hier. Wie sollen wir denn mit solchen Kram kämpfen? Was denn da los? Sehr schlimm. Mann, Mann, Mann. So. Einer zu wenig. Verzählt. Und gleich zwei mehr. Okay. Dann kannst du dich, nee, bleib mal da oben. Ist okay. Okay, beziehungsweise besser mit Dänemark haben wir auch ganz ordentlich. Das passt erstmal. Müssten wir hier mal ein bisschen schauen. So.
Gut, München ist okay. Salzburg. Österreich. Oh, was ist hier passiert mit Verben? Die sind aber ganz schön gewachsen jetzt hier. Okay. Es schert mich nicht. Oh, wir könnten Sachsen-Lauenburg vassalisieren. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Dann sparen wir uns da Dinge. Ja. Schick mal da mal einen hin. Das ist eine Reichsstadt. Voilà. Moment. Bin ich gerade auf dem Desktop aus Versehen gesprungen? Bin ich etwas durcheinander gerade? Irgendwo könnten wir auch vassalisieren. Schick mal da auch mal einen hin. Okay, dann passt das mal so. Gut, dann soll die da mal ein bisschen Dinge tun. So, oh. Shit. Sie greifen mich an. Die Säcke. Nee. So will ich das machen. Oh. Okay, da muss da rüberlaufen. Das ist ja doof. Hoffentlich kommen wir da rechtzeitig an und könnt ihr auch besiegen. Ja, sieht gut aus. Wunderbar. Dann dürft ihr wieder. Ja. Der Rest kann erstmal hier stehen bleiben, würde ich sagen. Ja. Ah, haben die hier oben gar nicht belagert. Na gut, dann holen wir uns nur die Hauptstadt erstmal und dann gucken wir mal weiter. Sollte aber schön viel Punkte geben, oder? Hoffe ich mal, zumindest. Ja, trennen möchte ich die jetzt eigentlich ungern. Immer noch 26.000. Okay. Ah, Mimel ist jetzt endlich. Sehr gut. Vielleicht mal eine Stadt draus. Wo Winsen? Und wir können die Autonomie senken. Achso, geht ja im Krieg nicht. Stimmt. Da war ja was. Das geht ja nicht. Die haben sich aber auch breit gemacht, ne? Boah, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Super. Man könnte es stürmen, weil von Rekrutenreserven her sollte das kein Problem sein. Aber muss jetzt auch nicht sein. Akzeptierte Kultur, okay, nee. Zentralisierung des Staates. Erstattet 50% der Kosten soll. Kostenbeteuerung minus 10, Autonomie Abhängigkeit minus 25, Autonomie monatlich minus 0,5. Die Dienste vom Wachstum wäre natürlich auch nicht schlecht. Diplomatische Beziehung plus 1. Hm. Das ist jetzt eigentlich so mit das Beste. Kulturänderung ist auch nicht schlecht. Aber machen wir mal das hier. So. Er belagert mal hier. Bisschen hortig. Wir werden schon die Dings besiegt alle, das passt schon. Ist mir recht.
Müssen aufpassen hier wegen... Ah, das sind die hussitischen Fanatiker. Auf die haben wir gewartet. Müssen da aufpassen, dass wir dann nicht irgendwelche Leute zu uns rübergelaufen kommen, die wegmachen aus Versehen. Das wollen wir ja nicht. Ah, Moskau geplündert. Ich hätte gern die Professionalität. Schön. Oh, willkommen. Willkommen zur Rettung. Sehr schön. Mal wieder besiegt. Sudele. Moskau eingenommen. Jetzt gucken wir mal eben. Wie das ausschaut. Also das kriegt er alles wieder zurück. Das juckt keine Sau. Ah, ein bisschen minus 1. Was hast du denn an Geld? Achso, ich kriege eh nicht alles, ne? Würde ich kriegen. So, Verträge aufkündigen. Gotland Garantie. Einen niedrigen. Das ist aber 100% Frieden. Das will ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt. Obwohl das ganz gut wäre, ne? Aber dann müssen wir noch ein bisschen was tun, würde ich sagen. Wieder weitergehen. Sag mal, kriegt mir auch mal vernünftige Sachen oder was soll das? Gott, ist das alles schlecht, ey. Echt schlimm. Mal ein bisschen die Truppen zusammenziehen. Ah, schade. Mal abberufen. Noch zwei. Nehmen wir von hier welche. So. Wunderbar. Okay. Dann belagern die Hauptstadt. Dann geht mal hier hoch. Die Hauptstadt, die Festung, meine ich natürlich. Ich könnte hier noch ein bisschen belagern. Das passt dann schon. Aha. Aha, aha, aha. Was habt ihr für einen? Ein Zweier? Okay, hier haben wir auch einen Zweier. Sollte an sich kein Problem sein, oder? Hoffe ich. Na? Ah, die kriegen hier ständig Verstärkung. Das ist natürlich nicht so nett. Muss ich mal sagen. So, Oldenburg ist auch verbessert. Sehr gut. Ach nö, die lagern ja alles zurück hier. Ist aber gar nicht schön. Okay. Das ist ja doof. Sehr doof. Sehr, sehr doof. Na, ja, ganz toll. Das hier fällt mir aber gar nicht. Bleib du mal hier. Du gehst mal rüber und kümmerst dich um das Zeug. Ach, ja gar nicht, ey. Oh, Pause, Pause, nicht so schnell.
Monopol, gerne, gerne. Ein Armee-Personalität kriegt man. Oh, militärtechnik minus C. Ist okay. So, dann holen wir uns erstmal wieder das Kriegsschiff zurück. Haben die das einfach entlagert? Oh, neue Turnier-Champion. Boah, wie geil. Danke. Und volontärische Schule. Können wir auch noch unterstützen. Nice. Ah, oh, ist ja geil. Okay. Ist ja genial. So, da komme ich auf jeden Fall schon mal schneller durch. Ihr könnt drüber, ihr könnt drüber. Und ihr auch. So. Ja, ist ja wunderbar. Das gedacht. Und das macht der Achilles. So. Müssen wir das nochmal alles zurückholen. Super. Geht das auch wesentlich schneller jetzt. Sehr geil. Du hast keinen Anführer. Das ist schlecht. Also, Diplomaten sind mal wieder fertig. Anhalt würde ich, könnte ich wahrscheinlich auch vassalisieren, ne? Ja. Braucht mir doch fast die Dingsideen. Die Dings mit dem Bums. So, und da weitermachen. Da ist die nächste Festung gefallen. Hallöchen. Oh, schade, erwische ich nicht. Und da geht's auf Flöten. Die Armee. Na, so ein Pech aber. Oh. Baukosten reduziert. Plus nochmal was mit Reduzierung. Achso, der Nachfolger. Nationalismus minus 5 ist auch geil. Das gefällt mir. Livländischer Orden und Livländischer Orden. Hier geht dahin. So, wir sind jetzt bei 49 und wir haben keinen Bock mehr. Wollen die schon aufgeben? Nö. Ein bisschen dauert es, ne? Leider. Die Kernprovinzen sparen wir uns auch. Wir müssen eigentlich noch mehr Festungen einnehmen, ne? Immer nach Novgorod, würde ich sagen. Okay. Die Böhmer wieder. Was reicht so Fall? Beitritt zum Kaiserreich. Burgund will. Was? Es gibt Burgund. Ach, hier oben. Verliere Reichsautorität. Interessant. Kriegsgründe. Okay. Na, ist auch geil. Liebe Kurfürsten, würdet ihr das bitte unterstützen? Das wäre schön. Okay, so da gemacht. Guck mal darüber.
So, noch die eine Festung hier oben hätte ich ganz gern. Dann sollte das eigentlich reichen. Ein Punkt mehr. Unterstützt mich, danke. Liebe Kurfürsten. So muss das nämlich. Wir besetzen hier ein bisschen. Es gibt auch nochmal Kriegspunkte. Wunderbar. Nehme ich nämlich all dein Geld weg. Wir haben 56 Kriegsstand. Ist gut. Da müssen wir eigentlich noch ein paar Truppen platt machen, ne? Das wäre eigentlich ganz gut. Komm mal hier runter. Oh, das wird interessant. Reicht das? Ah, wird eine enge Kiste. Komm schon. Boah, gerade so, ey. Das war ja gerade so, mein lieber Scholli. Aber wir haben sie besiegt. Gibt es Punkte für uns? Ja, es gab Punkte für uns. Sehr gut. Da wir ja eh für die Metration so ein bisschen noch brauchen, passt das schon. So, Festung ist gefallen. Ich habe aber keine Punkte, okay. Oh ja, das hat sowas von gereicht. Noch Nationen entlassen, Bleskau. Könnte das natürlich auch für sich selber nehmen, ne? Niva zum Beispiel. Reicht nicht. Das ist ja schade. Was an den auf Ort zurückgeben. Niva zum Beispiel, da haben sie eine Verbindung hier. Auf Ort selber. Das ist doch schön fies, das kann man gerne mal machen. Noch mal sein aufkönig, ist mir aber egal. Ich könnte die Hauptstadt plündern. Aber reicht nicht mehr. Ist ja schade. Dann lass das mal mit Novgorod. Ich könnte natürlich weniger Geld nehmen, aber warum sollte ich? Wie wenig ist denn das dann? 500 würde ich noch kriegen. Ich hätte schon gern das ganze Geld. Das wäre mir schon das wert. Plus die Kriegsrabation. Ah, sehr geil. So. Ach shit, jetzt habe ich vergessen. Ach nee, habe ich gemacht. Okay. Ich wollte schon sagen. Ich dachte, ich habe vergessen, das aufzulösen. So, Livländische Orden hat seine Provinzen da wieder. So, jetzt kommen wir da nicht rüber, ne? Dann machen wir das. Nee, du sollst schon das so machen. Okay. Sehr schön. So, Herr Gotland, Sie haben da eine Provinz nicht gehört. Verdammt, geht nicht mehr. Kriegsanrufung könnte ich machen. Will er nicht? Ja, gut. Später.
kümmern wir später auch noch mal. Wir haben noch hier das Bündnis. Ne? Ja. Das würde ich gerne noch ein bisschen behalten. Das schadet nicht. Das brauchen wir dann gleich. Abrufen. So, teutonische Nationalisten haben wir dann gleich. Waldensische, okay. Ja, dann gehen wir hier rüber. Was haben wir noch? Lausitzische und böhmische. 3 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 1 Jahr. Die teutonischen kommen dann gleich. Machen wir das mal so. Du gehst mal dahin. Okay. So passt das mal. Da können wir noch kurz warten, bis das runtergesetzt ist. Ach ja, hier die IGA könnten wir mal ausbauen. Das habe ich vergessen, noch weiterzumachen auf 10. So, dann können wir nämlich auch mal hier das Ding rausnehmen. Und wir können hier mal erhöhen. Das sollte jetzt nochmal schön Geld geben. Jo, nochmal einen ganzen Dukaten. Oh, Cassini hat El Dorado entdeckt. Also ich entdecke das auch nie. Wow. Okay. Nicht schlecht. So, Burgund ist ein Heiligen Römischen Reich. Ich habe nochmal Punkte bekommen. So, da brauchen wir 50 Reichsautorität, aber das kann jetzt auch egal sein. So. 15.000 sind das. Eieiei. Aber einige. Kümmern uns erstmal um die Rebellen, würde ich sagen. Jetzt haben wir eigentlich schon eine Breite, 24. Da passt das ja mit den 12ern. Marktplatz bauen. Wichtig, ganz vergessen. Lohnt sich nicht. Guten Reserven. Ja, nö. Burgen bauen. Lohnt sich auch nicht wirklich. So. Erzünde Nation haben wir auch nicht mehr wirklich, ne? Jetzt mal abgesehen vom Böhmer. Anhalt habe ich schon hingeschickt. Ja. Dann zum Vasallen. Dithmarschen können wir auch hinschicken. Die ollen Bauernrebellen da. Start. Achso, ich habe noch einen. Ah. Holland. Da kann man auch einschicken. Oh, das ist ein Habsburger in Holland. Okay. Alles Habsburger. Was denn da los? Okay. So eine Sauerei. Geht ja gar nicht. Was wollt ihr? Die wollen immer mein Geld haben, als nix da. Kaiser ist tot. Lang lebe der Kaiser. Aber den schlechten hier. Ach, Mist, der ist ja volljährig.
Ibus Terra Achillea, ein Land Brandenburg, finde ich nun vollständig besetzt von Friedrich III. Doch besorgt gegen Gemüde befürchtet, dass die Mark Brandenburg unter den zahlreichen Söhnen aufgeteilt werden könnte. Es ist offensichtlich, dass eine einst starke Länder wie Sachsen und Thüringen sehr unter die Aufteilung auch die vielen Erben der wichtigen Titelsträgers gelitten haben. Dies möchte Friedrich III. Lieber vermeiden. Wir haben sogar kaiserlichen Hof beunruhigende Warnung erhalten und hätten unsere Erbfolge nicht ausreichend gesichert. Ein Fürstentum soll unteilbar sein. Ja, sollte unteilbar sein. So, Brandenburg muss unteilbar sein. Jo. Was kriegt man hier? Ist nur ein Problem in Familien, die nicht zusammenhalten. Ah ja. Nee. Was Stabilität minus 10 und wahrscheinlich kein Nachfrage bis 25. Das klingt super. Gut, 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 gut. Die Bündnisse behalten wir alle noch. Litauen haben wir noch nicht, Staatsehe. Das passt. Magdeburg auch. Nee, haben wir nicht. Das Bistum, da geht's eh nicht. Haben wir einen Diplomaten? Nee, haben wir nicht. Ist okay. Jetzt haben wir halt diesen sauschlechten Typen hier, ne? Aber die Baukosten sind immerhin reduziert. Ach Gott. Sind ja auch so schlecht. Ist keine gefallen. Und dafür haben wir nochmal 10 Reichsautorität bekommen. Ist auch nicht schlecht. Macht das schon keine. Uns wählt natürlich keiner mehr, ist klar. Wir haben ja niemanden, den man wählen könnte. So, die Waldensischen kommen gleich. 8000, oder? Das geht ja. Dann sollen sie mal kommen. Außer die Teutonischen. Dann passt das schon. Polen will eine Staatsehe? Nein, danke. Was ist hier mit Schweden? Wollen irgendwie auch nicht, ne? Oh, da ist kein Dings drin. Dann du. Um Moskau noch Gott den Krieg erklärt. Okay. Hätte ich vielleicht doch nicht zurückgeben sollen, ne? Egal. So, kommen die nächsten da oben. Wo werden die wohl rauskommen? Wahrscheinlich hier, oder? Ja. Sieht so aus. Dann gehen wir da hoch. So. Und du drückst da mal. Jetzt eigentlich mal hier runterkommen. Hier noch ein bisschen unterdrücken. Wie ist das denn der Rebellen schon wieder? Was soll das? Habe ich jetzt da gedrückt? Ja. Machen wir es halt so. Ist mir auch nicht. Hey, oh, siedlicher Fanatiker, wo bleibt ihr? Papstfern tun wir eh nicht mehr, das passt schon. Das kann mir ja im Grunde auch egal sein. Wobei es natürlich schön wäre, das durchzudrücken. Ne? Aber wir werden dann eh demnächst das Reich auflösen. Bin gespannt, wenn wir Hussitisch wechseln später, wer dann der neue Kaiser ist. Bin mal sehr gespannt. Wir unterstützen Polen. Ah ja. Würde ich sagen, Böhm, oder? Erstmal. Das Böhm. Jemand anderes. Sind allzu weit weg. Kurs von Böhm oder Stünz Arzbach. Arzbach ist zu weit weg. Ist alles zu weit weg. Böhm kann ich nicht unterstützen, oder? Doch, kann ich. Unterstütze dich selber und dann
würde er theoretisch sich separieren. Oder? Ja. Würde er theoretisch jetzt Kaiser werden? Wenn er wollen würde. Mal hier in den Missionsbaum. Was hat er denn genommen? Was hat er jetzt genommen? Dritter Orden. Gründet den Landtag, welches Bündnis? Nee, das ist Livland. Hat er genommen. Okay. Können wir die annektieren? Könnte man. Man könnte auch noch warten. Theoretisch. Bis wir das Reich aufgelöst haben. Das dauert noch ein Weilchen wahrscheinlich. Das Dia kommen, dauert auch noch mal 3,5 Jahre. Nee, wir annektieren die, dann sind die weg. Wir gehen hier mal auf. Oh, das hier ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Müssen wir noch den Adel schon ein bisschen beschränken vorher. Machen wir das noch. Klauen noch mal Land, würde ich sagen. Können das hier nochmal machen. Grundsteuer in Potsdam. Braunschweig ist ein Ergebener für Brandenburg. Bewerfungskriegsgrund. Oder? Braunschweig. Ah. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache, ne? Aber brauche ich erstmal nicht. Regnitz am Marktplatz. Hier. Eher nicht. Grundsteuer in Potsdam. Aber lieber die Grundsteuer in Potsdam. Das ist mir lieber. Ankurbeln und so. Danke. Mehr Prestige. Oh, Böhm ist keine Rivale mehr. Oh, sowas aber auch. Ja, das können wir erstmal lassen. Das passt schon. So, dann hätte ich gern noch, dass die anderen Rebellen mal kommen. Das wäre schön. Abrufen. Das können wir doch. Ach nee, können wir nicht beschleunigen. Leider nicht. Sehr schade. Okay, dann nicht. So, da kommen jetzt gleich die Teutonischen. Die müssten hier oben rauskommen. Dann haben wir noch diverse andere Rebellen. AI-technisch haben wir ein bisschen. Das heben wir uns aber auf für hier. Hier oben sind halt die üblichen Verdächtigen. Aber ich hätte gern, dass erstmal die Rebellen kommen, würde ich sagen. Beziehungsweise einen könnte man noch angreifen, ne? Lüneburg zum Beispiel. Mecklenburg und Savoyen verbündet. Will ich das? Verteidiger des Glaubens werden. Nee, das machen wir bestimmt nicht. So, der eine wird annektiert, da fehlen mir wieder ein Haufen Meinungen von allen. Das weiß ich jetzt schon. Würde mal mit Frankreich ein Bündnis machen, ne? Muss schon mal Beziehungen verbessern, eigentlich.
für später. Okay. Und sonst so? Das ist überall 0, ja. Thüringen ist Untertan. Braunschweig könnte man noch vielleicht. Berg. Was? Ach, mal so viel annektiert. Ah. Jetzt haben sie wieder eine Verbindung. Auch schön. Gut. Achso, ich wollte die eigene Schluss machen, ne? Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Und dann werden wir vielleicht schon, gehen wir dann schon Richtung Hussite. Ich muss mal schauen, wie das dann so läuft. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.